Guten Abend für euch alle. Wie ihr vielleicht erkennen könnt, der Kalender fehlt. Mein Literaturkalender fehlt. Heute habe ich das Glück, von diesem Literaturkalender ein Gedicht lesen zu können, und zwar von Friedrich Christian Delius, besser bekannt als F.C. Delius. Er wäre tatsächlich heute 80 Jahre alt geworden. Er ist 43 geboren, ist aber voriges Jahr leider gestorben. Im Mai, und es gibt ein herrliches Gedicht von ihm. Ich habe ihn bisher nur vom Namen gekannt und dass er bei der Gruppe 47 war und aufsehenerregende Prozesse durchmachen musste aufgrund seiner Publikationen gegen Siemens und gegen einen Privatindustriellen, aber er hat es Gott sei Dank gewinnen können. In den 70er, 80er Jahren, und hat eben auch viele Gedichte geschrieben. Im MDR Kultur kam gerade eine Lesezeit von ihm, wurde gelesen in dem Sommer, an dem ich Weltmeister geworden war. Und das war auch sehr lustig. Jetzt gibt es aber ein Gedicht von ihm. F.C. Delius. Fähre Schenkenschanz. Auf der Fähre übern Altrhein, zu dritt, nur wir und wir im grau-grünen Wind. Die ausgebrannte Welt, die schleppen wir nicht mit. Herüber, hinüber, weißt du, wann wir am Leben sind? Das Wasser tot und ich fürcht mich nicht. Ich wag es nicht zu sagen, das Wort Glück. Du zeigst dem Kind die nahen Weiden und das Licht. Komm näher her, ich halte dich, diesen Augenblick. Die Fähre Schenkenschanz, die gibt es tatsächlich. Sonst wäre das Gedicht ja auch nicht entstanden. Und zwar bis 2016, als offizielle Fähre tatsächlich über dem Altrhein bei Kleve, das ist Nordrhein-Westfalen, da wo der Rhein dann wirklich abbiegt nach Holland. Also es muss ganz schön sein dort. Ich war da noch nie so weit über dem Ruhrpott quasi. Und da gibt es eben, also den Rhein, die Schifffahrt und so, denn der alte Rheinarm, der hat eine Fähre. Und 4 Jahre, also es wurde eingestellt 2016 und 4 Jahre, und das war ganz schlimm für diese Mini-Ortschaften, die es da gibt. Ja. Schenkenschanz ist eben eine so eine Mini-Ortschaft, ein Dorf. Und ein Verein hat es jetzt wieder ins Leben gerufen, also seit 2020, also noch gar nicht so lange. Und ich nehme aber an, dass er das natürlich schon vorher erlebt hat und beschrieben hat. Die Fähre Schenkenschanz. Es gibt auch ein tolles Buch von Wolfgang Büscher, Deutschland, eine Reise. Da reist er um Deutschland herum, immer an der Grenze. Also von euch aus gesehen sozusagen im Uhrzeigersinn. Genau. Und der fängt dort an. Der fängt dort an der Grenze, da wo der Rhein eben nach Holland fließt und schwimmt über den Rhein. Und dann geht es weiter nach Norden und so rum. Und das ist auch eine ganz tolle, also, und ich muss da unbedingt mal hin. Ich war da noch nie. Es muss schön sein. Und mit der Fähre fahren. Und dann zum großen Rhein laufen und nach Holland gucken. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Und erstmal einen schönen Rest Montag. Und wenn ihr wollt, bis morgen. Macht's gut.